Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über eine neue Mini-Konsole. Heute mit dem Sepp, heute mache ich es mal nicht Peter. Alleine. Jawohl! haben wir von Sega bekommen, vielen lieben Dank Sega. Sega hat rausgebracht den Sega Mega Drive Mini. Nach dem Super Nintendo Mini und, keine Ahnung, dem Nintendo Entertainment System Mini und der PlayStation Mini und was weiß ich, was es nicht noch alles für Mini-Varianten gibt, jetzt das Ding. Ja? Und wir schauen mal rein, was drin ist. Hattest du früher einen Mega Drive? Nein. Weißt du, wer, glaube ich, einen Mega Drive hatte? Wer? Patrick. Au, echt? Ich meine schon. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Ich und wann hast du dann gespielt, oder was? Ja, aber nicht viel. Also ich kann mich kaum noch daran erinnern. Hier haben wir einen der Original-Controller. Dazu muss man sagen, bei den Controllern damals, also das sind auch die Controller, mit denen der Sega Mega Drive damals als erstes rausgekommen ist. 3 Buttons. So. Zusätzlich kann man sich kaufen, Controller mit 6 Buttons. Doppelt so viele! Ja, die braucht man aber nur bei ganz wenigen von den Spielen. Ich habe mir vorher ein paar Tests durchgelesen. Dann haben wir zweimal diese Controller mit den Buttons. Was ich da schon mal ganz gut finde, nämlich auch bei den Tests, ist, dass die Kabellänge der Controller länger ist. Deutlich länger ist als bei den anderen Mini-Controllern. Ja, bei der SNES ist das einfach so kurz, ja. Und dann hast du den Fernseher, so wie bei dir, was weiter weg. Und dann musst du aber so spielen. Ja, das geht gar nicht. Dazu haben wir hier noch so ein USB-Kabel zum Laden, ein HDMI-Kabel zum Fernseher anschließen und hier nochmal extra verpackt die Konsole, die tatsächlich mini ist, so wie das aktuell aussieht. Mach mal mein Handy. Ja, fast genauso groß. Ja. Alles klar. Aber die ist echt mini. Sehr. Mini. Aber schick. Hier ist sie. Der hieß übrigens, der Sega Mega Drive, steht da unten auch. Folie. Hieß in Amerika Sega Genesis. Oh. Und ganz wichtig, die 16-Bit. Das war damals der große Konsolenkrieg. Und dazu noch das Instruction Manual. Das ist alles in der Packung gewesen. Jetzt würde ich sagen, schließen wir das mal an und gucken rein. Und schon sind wir drin. Ist ganz geil. 40 Spiele sind hier drauf. 42, um genau zu sein. 42 sogar. 40 Spiele, die es mal auf der Sega gab. 2 Spiele, die als Bonus drin sind. Darius und Tetris. Der Sound ist mega geil. Der läuft die ganze Zeit schon. Als wir hier am Setup waren, die ganze Zeit, der Sound ist mega gut. Man kann das hier sortieren, wie man möchte. Was ist beim Sega Mega Drive bestätigen? Ah, okay. Man kann es alphabetisch sortieren nach Genre, Spielerzahl. Auch sehr gut. Oder Erscheinungsdatum. Oder, was halt auch ganz geil ist, das habe ich gelesen, ist eine ganz coole Sache. Wir haben jetzt Deutsch eingestellt. Das heißt, wir gucken uns mal nochmal die Cover an. Die sehen so aus, wie die jetzt aussehen. Ja. Stellen wir mal auf auf Japanisch. Ja. Wir finden nicht mehr, was Deutsch war. LOL! Alles anders. Das Alex-Kit, das sieht aus, als wenn ich das gezeichnet hätte, ey. Was ist das denn? So, was man hier einstellen kann bei den Anzeigeoptionen ist, dass man 16:9, also gestreckt oder original. Wir wollen natürlich original. Man kann theoretisch Retro-Filter einstellen. Gucken wir gleich mal. Wir machen erstmal ohne, würde ich sagen. Hintergrundeinstellungen kann man gucken, wie soll der Hintergrund aussehen. Wir machen so. Ich finde, das sieht ganz hübsch aus. Und jetzt sind wir wieder im deutschen Setup. Im deutschen Setup, richtig. Kurzer Überblick, ob der was sagt. Castlevania sagt mir natürlich was. Ja. Echo the Dolphin, weiß ich, soll einer der erfolgreichen Sega-Titel gewesen sein. Den kenne ich nicht. Ich habe mich gefragt, spielt man einfach nur einen Delfin? Ja, man spielt einen Delfin. Und ja. Der macht dann... Aber das ist ein absoluter Klassiker. Ich hatte ja selber keine, aber ja. Earthman Jim ist natürlich klar. Darius, keine Ahnung, was das ist. Ghouls and Ghosts ist so ein Klassiker, aber der war halt, glaube ich, nicht Sega... exklusiv. Golden Axe ist ein absoluter Klassiker. Den spielen wir gleich, glaube ich, auf jeden Fall auch noch. Ich habe ja alle Sonic-Teile gespielt. Also die dann auf dem, sagen wir, alle, die der Kumpel damals hatte, die haben wir gespielt zusammen. Und den Kumpel hatte ich auch nur, weil er eine Mega Drive hatte. Aber gut, stellen wir doch mal auf Spielerzahl. Und gucken dann, das Problem ist, okay, die Spielerzahl ist jetzt unten 1 bis 2, immer, beziehungsweise sogar Sonic Spinball geht sogar 1 bis 4. Aber ich weiß, dass hier irgendwo Contra ist
Oder wie es, glaube ich, in Deutsch, also im Amerikanischen hieß das Spiel Contra und ich glaube im Deutschen hieß es Probotector. Das klingt aber auch ein bisschen doof. Ja, stell dich in diesen temporeichen Run-and-Gun-Shooter und das ist, glaube ich, das erste Spiel, was wir uns mal gönnen werden. Spielen wir gegeneinander? Nee, wir spielen miteinander. Ist noch Intro so. Quasi. Guck mal, wie badass dachte, wir sind. Wie ich badass dachte, wir da rein. Okay, das ist Schießen. A macht springen. Gar nichts. Oder? A macht gar springen nichts. Und Schießen im Endeffekt. Du kannst auch nach oben und mit schräg schießen. Oh Gott, von hinten. Ja, geil. Ich glaube, du kannst durchgehend schießen, ehrlich gesagt. Gibt es nichts mit Warmlaufen und so. Wow, ich wurde schon Peter, was ist da los? Oh, was, von hinten? Oh, das ist aber auch asozial. Die kommen wirklich da unten von hinten. Von überall. Schon wieder? Okay, wir können dich noch... Ach so, du kannst auch Schreck nach unten schießen. Ja. Okay, ich weiß gar nicht, ob man die alle wegballern kann oder ob man einfach durch muss. Also wer hier aufhört zu schießen, ist echt... Oh, was? Was hat uns denn da umgebracht? Da war Yo, Junge, jetzt geht's was richtig Was hast du denn ab. Jetzt? Oh, ich bin schon tot. Du machst das. Also das lenkt... Die sind lenkbar und einfach übelst krassen Spray. Also klar. Du bist doch komplett Press Rush Starter. Achso, das geht. Ja, guck mal, da bin ich wieder. Hey, Bruder. Oh, badass Motherfucker. Jo, oh, der was? Hat mich mit seinem geilen Feuerstoß mal richtig hart weggedrückt. Da kannst du nicht auch neu kommen? Nee, bei mir steht nicht Press Starter. Ich bin einfach dead. Vielleicht musst du das Level schaffen. Oh, good what? Job. Good job, good job. Haben wir ihn tot? Er ist tot, ne? Ja, ich weiß nur nicht, ob das yes. Der Endboss war oder nicht. Nee, Endboss war das noch nicht. Das ist der Roboter, von dem am Anfang in der Story geredet wurde. Alles klar. Nee, nein. Jetzt mach doch keinen Scheiß. Jetzt ich hier, oder was? Ist schon ganz schön cool. Da wird auch kein Quatsch gemacht oder so, nix so Tutorial. Ja, alles klar. Hier rein und fick alles weg. Wir müssen da mal kurz Akku tauschen. Ja. Die Hintergrundmusik wurde übrigens von einem relativ bekannten Composer gemacht, den ich natürlich nicht kenne, einem Japaner. Ich wollte gerade sagen, war bestimmt ein Japaner. Mit dem Chip, mit dem Soundchip, der damals in dem Mega Drive verbaut wurde. Cool. Aber ist neu. Aha. Versus... Ich meine, das ist ein Time-Trial, also wer schneller da ankommt. Und dann musst du erstmal schaffen. Ich glaube, ich bin der Fuchs. Habe ich einfach nur eine Sprungtaste? Mehr habe ich nicht? Ja, könnte sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber oh, fuck. Oh, hier gab's doch... Ja, Bonus. Nee, mach mal einen Abgang. Oh, warte mal. Oh, ich muss Anlauf nehmen. Yo. Weil du musst ja... Oh, ich hab das nachher... Ich hatte das irgendwann mal voll drauf. Aber wieso... Was war denn... What? The fuck war das denn? Ich glaube, ich habe mich gerade teleportiert. Ich habe so ein Collectible eingesammelt. Oh, fuck. Wie kann man denn Anlauf nehmen? Du musst halt... Einfach... Du musst jetzt da zurück, zum Beispiel. Oh nein! Jetzt habe ich es verkackt. Du kannst so viele verschiedene Wege halt gehen. Das ist halt so cool. Du bist schon durch? Ja. Ach komm, bums mich. Da, geht doch. Jetzt bist du wieder gesprungen, dann bist du nicht sehr durchgelaufen. Ja, muss ich auch nicht hier. Abkürzung genommen. Ja, 2 Minuten gegen 1:11. Ich hab gewonnen. Ich glaube, du hast gewonnen. Okay, ich verstehe so langsam das Prinzip von Sonic. Das ist ein bisschen anders als jetzt... Mario oder so, sondern ja, geht halt darum... Ja, auf jeden Fall. Schnell zu sein. Das ist einfach das übelste Speedspiel. Es geht nicht um den einen Weg, wo du die Sprünge perfekt machen musst, sondern es geht darum, möglichst schnell zu reagieren, was da gerade auf deinem Bildschirm passiert. Wenn du es aber nicht schaffst, kommst du halt trotzdem voran. Übrigens 48 Sekunden gespielt. Hast du früher wirklich... Willst du mich verarschen? Guck mal, ich habe 75 Ringe. Ich habe 51 Sekunden gebraucht. Ja, guck mal, ich habe einen Score habe ich gewonnen. Ja. Weil ich habe 100 Score, ja. Well, player one wins. What the shit? Alter, was passiert denn hier? Wie geil ist das denn? Oh nein, ich bin schon. Oh, was? Oh, dann komme ich ganz an Anfang? Nee. Oh, hier ist ein Aufzug.
Alter, das Spiel ist voll faszinierend. Okay, auch. schon wieder. Oh, jetzt komm. Gib Arten. Mir, jawohl, zweimal Fuchs. Oh, direkt nochmal. Jawohl. Nee, ich will nochmal. Ach, scheiße. Warte mal, sind wir irgendwie an einer ähnlichen Stelle? Bam! Rausgeballert, der Junge. Jo, kann sein. Jawohl, geschafft. Da bin ich durch. Da am bin ich Arsch! Durch. 2:09. Easy game. Wie komm ich hier wieder raus? Ach, da ist ein Aufzug. Da warst du vorhin, ne? Ja, jetzt kommt noch ein Aufzug. Ich glaub, die Zeit läuft einfach ab. Ich glaub auch. Ich bin tot. Ach, komm! Ich glaube, Sonic ist nicht dein Game, wie sagt man das? Ja, ich glaube auch, ey. Peter, hast du einfach mich richtig hart abgezockt. Was ist okay. Denn Beginner? Vielleicht kriegst du es erklärt? Erklärung brauchen wir nicht. Ich bin der Zwerg! Wow. Ich bin natürlich die heiße Alte. Jeder nimmt halt das, worauf er steht, also. Death Adder invaded the castle and has taken the king and princess prisoners. Geht ja gar nicht. Ja. So. Oh, was? Und hast direkt deine Special Ability gestartet. Keine Ahnung, ich hab A gedrückt. Yo, alles klar, ich bin einfach mal Feuermagierin. So, B schlagen, C springen und A ist offensichtlich dann ja, Special mega. Ability. Die benutze ich jetzt erstmal nicht. Hau sie weg! Der läuft die ganze Zeit gegen mich. Da, einfach. Oh, was? Ich hab ihn geworfen. Einfach Spam. Geworfen, die Sau. Mach die einfach hier mit meinem Spiel. Ich liebe solche Spiele voll. Das ist voll cool. Ja, vor allem die kannst du auch noch zusammenspielen, ne? Ja. Oh, what? Da geht's Peter, zu. Du brauchst das Gefährt! Du brauchst das geile Gefährt! Guck mal, wie der uns auslacht, der Wichser! Der kriegt einfach aufs Maul! Sind das Riesen? Aua! Okay. Oh, scheiße, wir kriegen der hat mich mal. Übelst weggekickt. Aber kein Thema, ich nehme den einfach und schmeiß ihn weg. Du bist ich tot. Bin tot! Wir haben noch 2 Leben. Warte. Ja, Hammer. Aber bei den Spielen konnte man ja nie speichern, oder? Ja, das ist das Coole, du kannst hier... Ach, du kannst dann in den dadurch Slot in dem speichern. Sega Mega Drive kannst du einfach in den Slot speichern. Okay, das ist cool. Und dann kannst du da halt immer weitermachen, wann auch immer du willst. Okay, das ist cool. Das haben aber die anderen Emulatoren auch tatsächlich. Also die anderen Mini-Konsolen. Mhm. Dusch, dusch, dusch. Guck mal, die Gegner unterscheiden sich einfach durch die Farbe. Oh, was? Jetzt haben wir keinen. Ja, klar, haben wir jetzt keine super Fähigkeit mehr für den Boss. Oh, was? Er hat eine Reichweite. Tja, YOLO. Sehr gut, wir müssen die echt zu sandwichen. Ja, genau, zwischen uns einfach. Babs. Ich geh wieder auf die rechte Seite. Yes! Nice. Euer versucht zu fliehen, die Sau. Nix da. Du kriegst es von beiden Seiten. Oh, shit. Hammer. Jawohl. Autsch. Ja, wir haben es geschafft. Nice. Wir haben es geschafft. Das ist auch ein nice Spiel, oder? Das ist echt cool. Jetzt speichern wir sind zwar mal ein bisschen dumm, aber hey. Yeah. Cast. Mickey Mouse. Donald Duck. Ja, okay. Voll cool. Oh. Doch, das kenne ich. Das habe ich früher auch gespielt. Aber nicht so viel wie Sonic. Doch, das kenne ich auch. Muss man auf die Gegner drauf. Oh, du musst sie verzaubern! Ah. Nein! Hilfe! Panik! Hier! Oh, was? Oh. Gegner gekommen, ey. Er ist verzaubert. Oh, guck mal, da war Leben drin. In diesem. Oh, jetzt müssen wir hier auch noch so. Wie machen wir das denn zu zweit dann? Ich glaube, du fliegst immer gleich hoch. Werden wir an diesem kleinen Rätsel hier schon scheitern? Es kann doch nicht sein, dass wir zu kacke sind. Ich verstehe. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe. Wir haben 30 Sekunden gespielt und kommen schon nicht weiter. Also, ich verstehe nicht. Ich muss es googeln. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Jo, das ist die Stelle. Das ist der Anfang. Hä? Oh, what? Wie hat der Latte gemacht? Wieso kann er... Da! Ah! Man muss an der richtigen Stelle stehen. Oh nein, was Pixel hast du... Pixel genau. Was hast du gedrückt? Und A drücken. Oh nein, das ist A. Oh fucking Gott. Yes! Wir haben es rausgekriegt! Mensch, das haben wir auch fast ohne Hilfe rausgekriegt.
Alter, da, also, wie soll man denn auch darauf kommen? Außer Alter, das wurde doch erklärt. Hast du nicht das Intro gespielt? Komm, das erste Level werden wir ja wohl schaffen. Easy. Jo, wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir unter Tage, ne? Ich bin gleich tot vor allen Dingen. Ich frage mich, was dann passiert. Oh nein, das... Kann das sein, dass wir an der nächsten Stelle hier schon wieder grandios verzweifeln? Wir können nicht geduckt laufen. Das war mal eine andere Stelle. Boah! Wir sind so dumm für dieses Spiel. Guck mal, da kann man sich schlagen. Okay, das ist cool. Ich bin unten, glaube ich. Oh, what? Oh, shit, oh, Alter. What? Oh, shit. Oh, jawohl, ich box sie alle nieder. Ich frage mich, ob das damals auf der Konsole auch so war. Oh Gott, ich habe einen Hardcore-Abgang gemacht. Wie ist denn das? Warst du hier dann E-Sportler oder gab's das hier noch nicht? Ja, das gab es hier, glaube ich. Ah, ja. Ja, man musste sein Motorrad zurückrennen. Wie geil. Oh nein! Oh, was? Ich bin durch dich durchgefahren. Überfahren, Alter. Okay, dass man zu seinem Motorrad zurückfahren muss, ist blöd. Oh was? Ich wurde platt gefahren. Ach komm, asozial. Ah, ja. Schlagen ist ja mal sowas von zweitrangig. Oh shit. Fahren ist ja überhaupt erstmal das... Jawohl, ich wurde noch mal platt. Ich bin tot. Wrecked. Wrecked, wie beim Wreckfest. Ich hab schon mal vor Sepp. What the fuck, ey. Ist Sepp, das crazy. Das ist aber irgendwie witzig. Ja. Entweder habe ich mich jetzt auch an die Framerate gewöhnt oder die ist besser geworden. Weil ja, habe ich auch so das Gefühl, ne? Oh shit. Jawohl! Alter! Jo, Junge. Jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde laufen. Okay, das ist auch ganz witzig. Welches fandest du bisher am besten? Probotector. Ich auch. Das, was wir haben als erstes gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen der Hoffnung, dass das so ähnlich ist. Weil da hatten wir am meisten Erfolgsfaktor, da sind wir am weitesten gekommen. Free Shot oder Fixed Shot? Hier kannst du nicht ändern. Was ist denn Fixed Shot? Free Shot. Lightning, Chaser, Fire. Ey, ich bin voll der Feuer. Force. Oh, was ist das denn? Achso. Jo, ich hab den Flammenwerfer! Ja, ich hab ja eine andere Waffe genommen. Alter. Ich hab einfach. Junge, das geht ja richtig hart. Übelst den Flammenwerfer hier. Yo, Junge! Ja, sogar auch die Viecher. Nice! Leute, man kann an die Decke! Was? Jetzt geht's richtig ab, Junge! Du kannst an die Decke! Einfach Doppelsprung. Ja, lol, dann spielst du auf der anderen Seite. Wo bin ich? Ich hab gar keine Ahnung mehr, wo ich bin. Das sieht alles gleich aus. Ich bin. Oh, da ist Bonus. Oder so. Jo, den Zug. Haben wir alles weggemacht. Ja, okay, das ist auch cool. Oh, 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 Ziel suchen, Rakete. Jo, was? Alter, was da oben beim Bildschirm abgeht, what the fuck? Also wenn du dich da 5 Minuten drauf konzentrierst, ich glaube, dann ist dein Leben auch zu Ende. Ja. Dann hast du auch die Kontrolle komplett verloren. Also das Spiel geht auf jeden Fall mal richtig ab, muss ich mal sagen. Was halten die denn da unten so viel aus? Ja, du musst, da reinspringen in das Fenster. Warum scheiße ich auch? Aber das ist auch cool. Das ist auch cool, ja. Vor allem hast du da unterschiedliche Waffenarten und so, die du vorher wählen kannst. Also wir hatten ja jetzt Flammenwerfer und Pistole und dann gab es ja noch 2 Sachen. Ja. Das ist schon cool. Also auch für jemanden, die weniger Nostalgiefaktor da drin haben. Ja. Kann das eine sehr spaßige Zeit sein. Für die Leute, die Nostalgiefaktor haben, natürlich noch mehr. Wir wissen natürlich, Emulatoren gibt es ohne Ende. Theoretisch kann man viel leichter da dran, aber es gibt genug Leute, die auf diesen Easy Way stehen, so sich diese Mini-Konsole da hinzustellen. Und es macht echt Laune. Also, vor allem, wenn man früher noch eine hatte, dann ist es so wie früher. Dann hast du das wieder zu Hause stehen und kannst da wieder dran zocken. Das hat echt Spaß gemacht. Das war cool. Und was halt echt schön ist, wie viel Liebe zum Detail da drin steckt, wie viel Mühe man sich gegeben hat. Also zumindest, wenn ich mir die Tests durchlese, ist das die mit Abstand best umgesetzte Minikonsole mit den meisten Spielen auch. Und das, was wir jetzt bisher gesehen haben, können wir das bestätigen. Macht sehr viel Laune. Und ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen Laune gemacht und es war ein bisschen spaßig für euch. Und das war unser kleiner Einblick in den Sega Mega Drive Mini. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank an Sega und euch noch einen wunderschönen Tag.